Hi du! Hi. Heute geht's um den Beruf des Mechanikers. Zunächst einmal Grundsätzliches. Als Mechanikerin oder Mechaniker baust du Vorrichtungen, Maschinen, Bauteile und technische Geräte zusammen und wartest und reparierst diese auch. Als Mechaniker arbeitest du also mit Metall. Aber anders als du denkst, machst du nicht sowas, sondern eher sowas. Okay, okay, du machst jetzt keine Musik. Aber trotzdem haben die hier viel mit denen hier zu tun. Für beides muss man nämlich kreativ sein. Denn kreativ ist nicht nur sie oder er, sondern auch die hier. Say what? Ja, denn als Mechaniker machst du keine Fließbandarbeit, sondern musst dich ständig kreativ mit den Problemen und Herausforderungen auseinandersetzen, die dich in deinem vielfältigen Berufsalltag erwarten. Also, wenn du dich gern neuen Herausforderungen stellst und jetzt auch noch handwerkliches Geschick mitbringst, gern im Team arbeitest, Spaß am Tüfteln und Schrauben hast und generell kein Laptop-Mulch bist, sondern gern anpackst, dann könnte das wirklich was für dich sein mit dem Beruf als Mechanikerin. Und wenn dich das noch nicht überzeugt hat, dann guck dir einfach das hier an. Ja, ich weiß, das macht einfach nur glücklich. Und die Ausbildung zum Mechaniker kannst du bei JUMO erlernen. JUMO Mess- und Regeltechnik findet sich in den unterschiedlichsten Bereichen. Von der Lebensmittelproduktion über Windkraftanlagen bis zur Druckmesstechnik in Flugfeldlöschfahrzeugen. Und bei JUMO kannst du dich entscheiden, ob du nun als Industriemechaniker, als Allrounder im ganzen Unternehmen kreativ zum Einsatz kommst, dich als Fachkraft für Metalltechnik mit der Serienfertigung und Montage von Teilen beschäftigst oder als Werkzeugmechaniker auch schon mal im Mikrobereich bei 0,005 mm arbeitest. Zum Beispiel beim Aufbohrschutz von Sicherheitsschlössern, die JUMO produziert. 0,005 Millimeter, das ist ein halbes Hundertstel Millimeter. Oder hier im Vergleich zu einer Stecknadel. Wow. Am Anfang der Ausbildung lernen eh erst einmal alle gemeinsam die Basics. In der Werkstatt zum Beispiel messen, sägen und feilen. Und an den Maschinen zum Beispiel bohren, drehen und fräsen. Warte mal, das klingt ja wie der perfekte Name für eine Punkband. Bohren, drehen und fräsen! Danach kommt auch schon die Spezialisierung und du gehst auch direkt in die Praxis. Es kann dir also schon passieren, dass du irgendwann eben jenen Aufbohrschutz produzierst, der sie hier vor ihm hier beschützt. Und das macht dich automatisch zu ihr oder zu ihm. Überzeugt? Dann bewirb dich einfach. Und zur Belohnung zeige ich dir nun auch nochmal das Video. Oh, perfekt. Tja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder.